Mehrere schwerverletzte Personen nach einer Messerstecherei zwischen Hauptbahnhof und Kanzleramt mitten in Berlin, im Herzen der Demokratie sozusagen. Ein AfD-Mitglied versorgt den verletzten Araber als Ersthelfer auf der Straße. Das ist keine Pressemeldung wert für niemanden. Und Olaf Scholz Sicherheitsbereich wurde hier empfindlich gestört. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Dort, wo alles angefangen hat, fängt jetzt auch die Messerkriminalität an. In der Nähe des Kanzleramtes, wo wir noch uns dran erinnern können, wir schaffen das, war dort immer die Aussage. Dorthin kehrt jetzt auch die Verrohung der Gesellschaft, die offene Gewalt in Berlin, die Messerstechereien. Sie sind selbst in Blickweite des Bundeskanzleramtes nicht mehr fern. Sie sind dort inzwischen an der Tagesordnung. Ihr könnt ja mal bei der Polizei Berlin-Mitte nachfragen. Es gab hier mehrere Schwerverletzte. Die Berliner Polizei konnte die Angreifer noch während der Situation auseinanderreißen. Hinzugeeilte Ersthelfer versorgten die Stichwunden, darunter auch ein AfD-Mitglied, was hier einen mutmaßlichen Araber versorgt hat. Das wird natürlich in keiner Pressemitteilung erwähnt. Es wird immer nur erwähnt, wenn ein AfD-Mitglied irgendetwas Abfälliges über einen Ausländer gesagt hat. Die Berliner Morgenpost berichtet hier, es gibt 3 schwerverletzte Menschen. Eine Person ist mutmaßlich lebensbedrohlich verletzt, deshalb auch der Helikopter hier im Einsatz. Uhr 40 auf der Gustav-Heinemann-Brücke. Für alle, die nicht so ortskundig sind in Berlin, machen wir jetzt einmal das Luftbild davon, um euch zu zeigen, wo wir zu Hause sind. Wir sind hier am Berliner Hauptbahnhof und wir sind hier am Bundeskanzleramt und wir gehen jetzt einfach mal 3D in diese Situation hinein, denn das verdeutlicht es am besten für uns. So, da ist der Hauptbahnhof. Hier ist die Gustav-Heinemann-Brücke und hier ist schon das Kanzleramt und die Schweizer Botschaft. Und ungefähr hier kam es zu dieser Attacke. Und da müsst ihr mal sehen, das hier ist die Eingangspforte des Bundeskanzleramtes. Nicht die Schweizer Botschaft, sondern hier das Bundeskanzleramt. Dort sitzt Polizei. Je nachdem, ob der Busch hier im Weg war, haben sie teilweise direkte Blickrichtung dorthin gehabt. Hier ist auch relativ großzügig Kamera überwacht. Selbstverständlich nicht die öffentlichen Bereiche, würden sie immer behaupten. Ich kann euch sagen, aus Erfahrung, dort ist alles Kamera und Video überwacht, denn es könnte ja etwas passieren. Also wenn wir uns auf die Gustav-Heinemann-Brücke mal draufstellen, das geht ja hier auch wunderbar, dann können wir ja mal gucken, wie weit sehen wir. Ja, wir sehen direkt das Kanzleramt, wenn wir auf der Brücke stehen, die Schweizer Botschaft. Und hier sehen wir selbstverständlich das Paul-Löbe-Haus und hinten dran den Reichstag. Jetzt hat es hier also eine mutmaßliche Messerattacke gegeben und ihr könnt euch das nochmal angucken. Hier ist die Einfahrt ins Bundeskanzleramt. Hier hinten gibt es einen Notausgang aus dem Bundeskanzleramt. Der Hubschrauber landet immer hier. Steht er übrigens auf dem Luftbild? Ja, Tatsache, der steht auf dem Luftbild. Interessante Sache, da steht der Helikopter mitten im Innenhof vom Kanzleramt, denn sie bauen ja hier die Erweiterung des Kanzleramtes mit einem eigenen Helikopterlandeplatz. Aber wie ihr sehen könnt, hier steht übrigens auch ein Helikopter auf der Wiese. Der Bundestag ganz in der Nähe, hier der Reichstag, das Bundeskanzleramt hier. Und da ist wenig Polizei unterwegs, muss man sagen. Wie ihr wisst, ich habe jahrelang im Deutschen Bundestag hier gearbeitet, im Reichstagsgebäude. Ich habe hier immer noch Zugang zu den ganzen Liegenschaften. Für alle, die es interessiert, diese hier sind alle unterirdisch miteinander verbunden. Also es gibt ein riesiges Parkhaus unter dem allen unten drunter. Man kann hier unterirdisch durch diese Gebäude gehen und es ist hochspannend. Wie gesagt, ich warte immer noch auf Freigabe der Bundestagsverwaltung, dass ich euch mal mitnehmen darf in das Gebäude zum Filmen. Aktuell möchten sie sich da nicht so ganz auslassen, ob man das darf, ob man das nicht darf. Allerdings ist es doch hochinteressant, dass inzwischen hier in Berlin-Mitte auch bei Herrn Scholz am Kanzleramt täglich hier quasi Polizeieinsätze
Einsätze stattfinden, hauptsächlich wegen Demonstrationen und wegen irgendwelcher Sachbeschädigung, wenn die Klimaaktivisten sich wieder vors Kanzleramt geklebt haben. Aber dass wir jetzt hier im Nahbereich des Parkes inzwischen Messerattacken sehen, ich wette, das wird inzwischen mehr, denn dort ist wirklich wenig Polizei unterwegs. Nur bei Veranstaltungen ist Polizei unterwegs. Ansonsten gibt es hier in den Liegenschaften die Polizei des Deutschen Bundestages, die allerdings, wenn sie den Bundestag verlässt, keine Befugnisse mehr hat. Dafür ist die Berliner Landespolizei zuständig. Ich bin gespannt, was jetzt hier noch für Details herauskommen. Die Polizei, sie hüllt sich mal wieder in Schweigen. Ich würde sagen, es ist mal wieder der Klassiker. Migrant attackiert anderen Migrant. Ich würde mich wundern, wenn es anders wäre, gerade hier an dieser phänomenalen Stelle hier in Berlin, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Wir wissen alle, was dort so vor sich geht. Und ich bin gespannt, was Sie uns hier framen wollen, damit am Ende alles nicht so schlimm ist. Vermutlich war Olaf Scholz nicht da. Sein letzter offizieller Termin war Freitag, Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris. Seitdem hat unser Bundeskanzler offiziell ein paar Tage Sommerpause. Ob er in Urlaub fährt und wieder irgendwo beim Wandern auftaucht, werden wir wohl diese Woche erfahren können. Ich bin gespannt, was hier am Ende jetzt bei der Polizei noch herauskommt. Wer denn am Ende hier dafür gesorgt hat, dass die Situation deeskaliert wird? War es Bundespolizei vom Bahnhof? War es Landespolizei Berlin, die zufällig vor Ort war? War es Bundestagspolizei oder so? Oder sind aus den Botschaften, aus dem Kanzleramt, sind dort Polizisten herausgeeilt? Oder hat man sich in der Wagenburg des Kanzleramtes einfach nur hinter dem Panzerglas versteckt und mit dem Fernglas die Situation beobachtet, bis die Kollegen alles gesichert haben? Da Herr Olaf Scholz von der Sicherungsgruppe des BKA geschützt wird, dürfte für ihn zu keinem Zeitpunkt hier Gefahr bestanden haben. Allerdings gab es schon den ein oder anderen Zwischenfall mit eben dieser besonderen Sicherungsgruppe des BKA. Es sind auch nur Menschen. Und es haben sich hier schon Leute dazwischen geschmuggelt, auch in die Fahrzeugkorvetten, also in diese Kolonnen, die sie da immer fahren. Dürft nicht vergessen, das Auto von Herrn Scholz kostet weit über 500.000 Euro. Ein Mercedes S680 ist das, hochgepanzert und so weiter, hochmotorisiert. Nimmt er auch immer gerne mit ins Ausland, denn wenn Herr Olaf Scholz einen Staatsbesuch im Ausland macht, fliegt auch immer eine Transall-Maschine, beziehungsweise früher eine Transall-Maschine. Heute ist es ein Airbus A400M der Flugbereitschaft. Der fliegt immer hinterher, um die ganzen Fahrzeuge selbstverständlich mitzunehmen. Denn was kostet die Welt? Wir nehmen einfach unseren ganzen Fuhrpark mit. Das kennen wir von den Amerikanern, die hierher kommen mit teilweise 100 Fahrzeugen, wenn sie einen Staatsbesuch machen. Es ist völliger Wahnsinn, welches Maß sie überhaupt verloren haben. Das Maß von Normalität, das Maß von Mitte. Und dann sagt Olaf Scholz, er weiß ja auch nicht, was ein Liter Benzin kostet. Ja, vielleicht sollte man mal ein Fred Feuerstein Auto für den Kanzler besorgen, wo dann nur noch die Panzerung hinten ist und vorne sitzen zwei Bundespolizisten, die dann nach Fred Feuerstein mit ihren Füßen den Wagen versuchen anzutreiben. Das wäre klimaneutral, das spart wirklich Treibstoff, das spart vor allem auch Gewicht bei diesem dicken Auto. Könnt ihr den Motor rausschmeißen und einen Achtzylinder und das Automatikgetriebe. Ich bin gespannt, ob das jetzt hier heute unter den Teppich gekehrt wird und es einfach nur heißt, kleine Auseinandersetzung in der Nähe des Kanzleramtes, oder ob am Ende wieder mehr dahinter steckt. Ihr dürft auch nicht immer so kritisch sein. Ihr müsst auch manche Dinge mal etwas neutraler betrachten. Ich habe es gesehen bei meinem Video zu Gera, die Leute deabonnieren wieder den Kanal, weil sie es nicht akzeptieren können, dass man aus neutraler Position einmal festhalten muss, niemand hat gegen polizeiliche Maßnahmen aufzubegehren. Das ist das Wesen der Polizei. Sie sorgt als Exekutivgewalt für die Durchsetzung von Recht und Ordnung. Wenn einem das nicht passt, steht in Deutschland einem der Rechtsweg offen. Ob der Rechtsweg dann zeitnah oder zeitfern beschritten werden kann, wie bei Corona, das ist eine andere Diskussion. Ja? Aber man leistet keinen Widerstand gegen Polizisten oder Vollstreckungsbeamte, weil im Grundgesetz steht, wenn, also dieser Widerstand wird zur Pflicht, Leute, völliger Wahnsinn. Alle, wie sie sagen, wir leben in einer Diktatur. Dann kann ich nur noch mal dran erinnern, in der Diktatur, in der ich sagen kann, dass ich mir wünsche, dass diese Regierung abtritt, ins Gefängnis gesperrt wird und verurteilt wird wegen Verrat am deutschen Volke. Das ist keine Diktatur. Das ist gelebte, freie Meinungsäußerung. Dass das vielleicht politisch nicht
gewollt wird, ist was anderes. Aber dennoch darf ich mich auch vor das Kanzleramt stellen oder vor das Bundesinnenministerium und kann ganz laut fordern, Olaf Scholz muss ins Gefängnis oder Nancy Faeser muss ins Gefängnis. Unser Staat toleriert das. Das ist Meinungsfreiheit. Diktatur, das könnt ihr euch in Russland anschauen. Nawalny, ihr sagt einmal was gegen Putin und ihr seid direkt 10 Jahre im Gulag. Und genau diese Leute, die das nicht sehen wollen, sind die, die bei meinen Videos kommentieren, boah, Polizeigewalt in Gera, Polizeigewalt in Gera. Und da muss man nur nochmal sagen, in Gera sind so viele Polizeieinsätze. Wen wundert es, dass die Polizei dort nicht mehr freundlich ist, auf egal wen zu sprechen? Sie sind Opfer ihres Dienstherrn. Das heißt aber nicht, dass wir die Polizei deswegen angreifen dürfen. Nochmal, ich schätze jeden in diesem Land, der Uniform trägt und der versucht, die Gewalt und die Macht des Staates nach außen zu verkörpern und durchzusetzen. Und wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ich werde immer auf der Seite der Polizei stehen, wohl wissend, es gibt Polizeigewalt, selbstverständlich. Aber überall, wo eine Vielzahl von Menschen zusammenkommt, ist es nicht auszuschließen, dass auch ein geringer Prozentsatz dabei ist, der eigentlich hätte durch die psychologischen Tests ausgesondert werden müssen. Es ist völlig normal, dass wo Menschen zusammenkommen in Stresssituationen, die ein oder andere Person falsch reagiert. Das ist dann hier gleich Polizeigewalt, boah, System, Regime. Ja, hier oben, Leute, hier oben. Ihr habt doch keine Polizeigewalt gesehen, keine richtige. Beziehungsweise, das ist alles meistens nur Schauspiel. Stuttgart 21, da hat jemand sein Auge verloren wegen der Polizeigewalt. Bei Corona gab es die ein oder andere Situation, das war auch richtige Polizeigewalt. Das in Gera, lache ich mich tot. Wenn das Polizeigewalt ist, ja, dann dürfen wir bei euch nie einen Krieg ausrufen, weil dann sitzt ihr alle mit der weißen Fahne da und sagt Kapitulation. Leute, Polizeigewalt ist was ganz anderes. Das ist das Gleiche, wie wenn sie über Genozid in Gaza fabulieren. Ich so, Leute, Genozid ist was anderes. Dort werden Kriegsverbrechen verübt, bin ich ganz bei euch. Dort sterben Kinder, unschuldige Kinder, das sind Kriegsverbrechen, absolut richtig. Aber ein Genozid ist das noch lange nicht. Ein Genozid hat Wesensmerkmale, die darauf ausgelegt sind, den Gegenüber komplett in seiner Existenz zu vernichten und auszulöschen. Das bedarf eines systematischen Angriffes auf das Gegenüber, ein systematisches Angreifen von allen Kindern und ein Ausrotten eben dieser. Das wäre ein Genozid und das findet in Gaza wirklich nicht statt. Wie gesagt, Kriegsverbrechen und so weiter, falsche Ziele, alles klar, aber das ist kein Genozid. Die Leute haben immer ein falsches Verständnis davon, was ein Genozid wirklich ist. Dann überlebt am Ende niemand. Das haben wir gesehen in diesem Land beim Holocaust. Das war ein Genozid. Aber das, was in Gaza passiert, das sind schreckliche Kriegsverbrechen, die ja teilweise von beiden Seiten begangen werden. Aber die Hamas-Unterstützer, sie haben Mitschuld, denn sie dulden es, dass Hamas-Kämpfer in Zivilkleidung in Flüchtlingsheimen mit ihren Mörsern stehen. Das sind 1a-Verstöße gegen die Haager Landkriegsordnung und ebenfalls Kriegsverbrechen, denn sie geben sich hier als Nichtkombattanten aus. Also, wenn wir diese Diskussion führen, dann wird es für beide Seiten echt bitter und blutig. Das Schlimme ist ja, die Menschen sterben. Die Gestorbenen, die haben keine Meinung mehr. Die übrig bleiben, das ist das viel Schlimmere. Da wird eine ganze Generation an Leuten herangezogen, die tagtäglich Mord und Totschlag sieht. Und die sind alle nicht bereit, eine Zwei-Staaten-Lösung dort unten zu akzeptieren. Und das wird uns noch bitterböse auf die Füße fallen. Wie soll denn das da unten funktionieren, wenn die Palästinenser in Gaza für eine One-Solution sind, in der Israel nicht existiert? Das kann nicht funktionieren. Und dann wird da unten das Blutvergießen ewig, ewig weitergehen. Aber wer im Kopf meint, man ist alleine und der Gegenüber hat kein Recht zu existieren, dann hat man da oben sowieso ein Synapsenproblem. Da hat man ernsthaft ein Problem. Die Diskussion über, warum die Briten den Arabern das Land genommen und also das ist was ganz anderes. Es geht hier darum, dass die Leute immer von etwas fabulieren, was überhaupt nicht gegeben ist. Polizeigewalt in Gera, da oben Leute, ihr habt noch keine Polizeigewalt dann anscheinend gesehen. Unterdrückung der Meinungsfreiheit und Diktatur haben wir in Gera auch nicht gesehen. Unterdrückung der Meinungsfreiheit haben wir gesehen, wie wir nicht spazieren gehen durften, ja. Aber Leute, ihr müsst die Kirche mal im Dorf lassen oder die Moschee beim Imam. Sorry, der musste sein. Und müsst euch mal wieder etwas erden, etwas bewurzeln. Und
Wenn euch meine Videos so stören, ihr wisst, da unten ist der Deabonnieren-Knopf, dann deabonniert mich nicht nur, dann blockiert mich am besten, dann müsst ihr mich nie wieder sehen. Nie wieder, ja? Denn Leute, die es nicht aushalten, dass es andere Meinungen gibt, sind wie die Grünen Meinungsdiktatoren. Die dürfen diesen Kanal selbstverständlich gerne verlassen. Ich bin dabei sogar behilflich. Ansonsten schreib mir mal deine Meinung unter dieses Video. Die Attacke im Kanzleramt. Meinst du, wir sehen davon bald mehr oder denkst du, es wird nicht mal mehr eine Pressemitteilung heute geben? Wie siehst du die ganzen anderen Dinge, die ich heute angesprochen habe, wieder ein längeres Video? Abonnierst du mich oder deabonnierst du mich? Das ist inzwischen die spannende Frage. Vielleicht schaffen wir die 100.000 diese Woche, vielleicht schaffen wir es nicht. Kommt drauf an, wie viele Leute mich nicht mehr sehen wollen. Und damit sage ich ciao, bis bald.